Herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War. Ja, das hast du uns im letzten Part schon gefragt. Ja, wir hatten im letzten Teil eine Begegnung mit einem mysteriösen, tätowierten Typen, der uns wohl gesucht hat und uns irgendwoher kennt, der uns ordentlich verkloppt hat, wir ihn aber auch und ihn schließlich besiegen konnten. Wobei ich nach wie vor bezweifle, dass er wirklich tot ist, weil es komisch war, auch bevor er aufgetaucht ist, hat das ganze Haus gewackelt und dann auf einmal hat es an der Tür geklopft. Also, ich weiß nicht, ob auch diese Gestalt von diesem Mann wirklich seine finale Gestalt ist. Ich habe da irgendwie eine andere Vermutung, die ich jetzt noch nicht äußere, weil ich es ja auch noch nicht weiß, natürlich. Ja, aber wir sind jetzt dadurch gezwungen, aufzubrechen. What did he want with us? We're nobodies. Did you kill him? I did what had to be done. Ja, und unser Ziel, zu dem Berg zu kommen, schon früher in Angriff nehmen müssen, als Kratos es wohl eigentlich geplant hatte. Weil er und sein Sohn sich noch nicht bereit dazu fühlten, aber jetzt bleibt ihnen keine andere Wahl. Could have died. Never leave me alone again, all right? All right. Also anscheinend hat Kratos noch niemandem, außer vielleicht seiner Frau Faye, die wohl so hieß, wissen wir jetzt nicht, weil sie halt tot ist. Zumindest sein Sohn weiß nicht, was er in der Vergangenheit war, was er getan hat, dass er der Kriegsgott war und die griechischen Götter alle vernichtet hat. Und wer weiß, vielleicht stehen die griechischen Götter in Verbindung mit den nordischen Göttern, die ja im Prinzip dasselbe sind, nur mit anderen Namen und anderem Aussehen, aber Odin ist ja quasi Zeus und so weiter. Und vielleicht wollen die eine Erklärung dafür und haben deswegen Kratos gesucht und ja, wollen ihm vielleicht auch auf den Sack geben, man weiß es nicht. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals I get. They're food. Draugr, they're supposed to be dead. But people, they're trying to survive too. Close your heart to it. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Do not allow yourself to feel for them. They will not feel for you. I understand. Ja, im Gegensatz zu Kratos hat Atreus also wirklich noch ein reines Gewissen, könnte man sagen. Kratos hat ja ganz entfernt auch eins, könnte man sagen. Manchmal zweifelt er ja auch schon an Sachen, aber wenn man ihn anpisst, nicht sprichwörtlich, sondern halt wirklich sauer macht, dann dreht er halt ein bisschen durch, ne? Und hier dachte ich direkt, oh shit, Rätsel. Aber es ist nicht so schwer. I can get a better look. Trotzdem brauche ich hier länger als normal, weil ich mich auch natürlich umguck und nochmal hin und her laufen muss und so weiter. Aber das macht nichts. An sich ist das nicht schwer, hier durchzukommen. Ich hoffe, das bleibt auch so vom Rätselgehalt. So, sehen wir überall noch ein bisschen Leichen, die uns Geld hinterlassen. Ich schätze mal, dieses Hacksilber ersetzt dann quasi die roten Orbs aus den alten Teilen. Nur, dass man damit halt nicht seine Fähigkeiten aufwerten kann, sondern irgendwas anderes mitmachen kann. Was weiß ich noch nicht. Es wurde mir noch nicht beigebracht im Spiel. Das kommt auch sehr langsam in Fahrt, was ich sehr gut finde. Also heißt es, die Brücke runterzulassen. Wie gut, dass hier ein unauffällig großes Rad steht. Natürlich, schätze ich mal, so wie es aussieht mit diesem Mechanismus, sobald wir es loslassen, klappt die Brücke wieder hoch. Wo ich mir aber gedacht habe, hey, ist doch jetzt auch egal, weil wir haben ja die Kette jetzt da. Dann ist mir aber eingefallen, hey, aber wenn das so einfach ist, wieso hätten die Entwickler dann diesen Mechanismus, den man mit der Axt abwerfen könnte, da überhaupt eingebaut, wenn man ihn sowieso nicht braucht? Natürlich braucht man ihn, wenn man auf die andere Seite muss. Aber gut, das hat uns hier zumindest die Gelegenheit gegeben, dass ich hier noch eine Kiste entdeckt habe. Es hat also irgendwie alles mal seine Vorteile. Ja, in diesen normalen Kisten, die rumsteht, ist meistens nichts drin, was auch sehr ungewohnt ist von God of War. Normalerweise war da immer zumindest ein Orb drin oder sowas. Da ist ab und zu mal
so ein bisschen Geld drin, hatte ich bis jetzt. Aber mehr auch nicht. Trotzdem haue ich irgendwie jede Kiste kaputt, die ich mir will. Da, seht ihr? 4-mal Hacksilber. Okay, dann versuchen wir es halt nochmal. Dann klappen wir das Ding jetzt runter. Dann fixieren wir es ein bisschen mit der Axt. So. Bitte sehr. Dann gehen wir da hoch. Ey, und nach diesem Bosskampf von eben, da war ich so angefixt auf dieses Spiel, weil ich mir dachte, Alter, wenn die jetzt schon so reinhauen, was kommt denn dann noch in dem Spiel? Said Odin's disciples fill them with gifts and hang them where thieves can't reach them. That one looked really old. Foolish. What is? Worshipping the gods? The gods care nothing for them. Men should not pray to monsters. Ja, Kratos weiß, wovon er spricht. Das kann man definitiv sagen. So. Ich dachte, es wäre vielleicht keine so schlechte Idee, dann diesen Eimer da runter zu holen, wenn er tatsächlich mit Geschenken gefüllt sein sollte. Was ich dann auch gemacht habe. Und da drin war aber leider auch nur ein bisschen Hacksilber. Ja, trotzdem habe ich es mir geholt, was uns jetzt natürlich wieder mal dazu bringt, diesen Weg nochmal zu gehen. Mit diesem Rad. Deswegen, wie gesagt, ich habe in diesem Raum länger verbracht, als ich eigentlich hätte müssen, können, tun sollen. Aber es macht ja nichts. Machen wir es halt nochmal. Toll, wenn man nicht so dumm wäre und daneben wirft. So, da, bitte. Okay, so, dann geht es erstmal wieder aufwärts. Dann laufen wir rüber, da kommt man anscheinend nicht hoch. Oder zumindest weiß ich es nicht. Axt nehmen wir natürlich mit. Und dann kommt wieder eine kleine Kletterpartie. Und ich bin echt gespannt, wie sich die Story noch entwickelt, weil es ist schön, alles so zu erfahren. Es ist nicht... Ich finde das schön bei diesem Spiel, dass man so nach und nach erfährt, wie Kratos so sein Leben gelebt hat, dass er anscheinend keinem erzählt hat, wer er war. Will we see others on the road? Yes. Friendly? No. They'll try and rob us? Possibly. Yes. Huh. Ja, und ich bin mal gespannt, ob der Sohn das irgendwann rausfindet. Und wie er dann reagieren wird, wenn er erfährt, was sein Vater schon alles getan hat. Weil jetzt ist er ja moralisch noch so drauf, dass er es halt nicht akzeptieren kann, wenn man Menschen tötet. Also er versteht, dass Kratos das eben tun musste. Aber er ist trotzdem nicht so der Fan davon. Look. All this time. There's been a protection stave around our entire woods. But the stave's broken there. Did you cut those down? She had marked the tree she wished used for her pyre. Why'd she do that? Come. No looking back now. Ja, kommt jetzt auch schon wieder so der Verdacht nahe, ob die Mutter irgendwann im Schilde geführt hat, ne? Wenn sie irgendwie so einen Schutzzauber um ihr Gebiet, wo sie wohnen, gemacht hat, oder wer auch immer das war, und sie dann aber genau die Bäume markiert hat für ihren Scheiterhaufen, die Kratos fällen soll, die den Schutzzauber wieder aufheben. Dummer Zufall, vielleicht interpretiere ich da auch irgendwas falsch. Vielleicht hat die Mutter aber auch irgendwann im Schilde geführt. Man weiß ja nichts über sie. Da hoffe ich auch noch irgendwie, dass man ein bisschen was erfährt durch Flashbacks oder was. Oder durch Erzählungen. Würde mir auch schon reichen. So. How long will it take to get to the mountain? I do not know. Before winter falls? I do not know. Okay, okay. Wir geben Kratos manchmal schon ziemlich auf die Nerven, was? Ja, wir haben einen neuen Bereich. Wildwaldgrenze. Okay,
Okay. Und haben es erstmal wieder mit Drauger zu tun. Ich glaube, sie heißen Drauger. Ich hoffe, ich spreche sie so richtig aus. Bitte beschwert euch nicht, falls es falsch ist. Oh, ich sehe mal gerade da oben hängt auch wieder so ein Eimer oder so ein Beutel mit anscheinend Zeug drin. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass ich den beim ersten Mal spielen gesehen habe. Also ich glaube, den habe ich nicht geholt. Naja. Macht nichts. Okay, das sind auf jeden Fall etwas dickere Drauge, habe ich das Gefühl. Die halten ein bisschen mehr aus. Sind nicht auf einem anderen Level oder was, aber die halten mehr aus. Oh ja, und das sind da Fernkampf-Drauger, die mit Feuer um sich werfen. Ja, da wird uns der Gefahrenzeiger erklärt. Das ist halt ein kleiner Pfeil, der uns zeigt, aus welcher Richtung die Gegner kommen. Und wenn er halt weiß ist, wissen wir, dass er ein Gegner ist. Und wenn er rot ist, dann zeigt er, dass wir gerade angegriffen werden. Und halt hier so in diesem lila-rot ist Projektilangriff, wenn gerade auf uns geschossen wird. Was so ein bisschen hilft, die Übersicht im Kampf zu behalten. Was nämlich durch die freie Kamera tatsächlich nicht immer so gut ist. Also bei den alten God of Wars hatte man eigentlich so immer den Überblick, weil da ja immer eine feste Kameraperspektive war. Das ist hier jetzt natürlich ein bisschen anders. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich diesen Anzeiger da einfallen lassen. Bats. Ja, haben wir die erstmal weg. Da schießt schon den Nächsten mit seinem Zeug um sich. Okay, da kommen sie wieder. Bam. Ach, sieht einfach super aus. Ich kann es leider nicht oft genug sagen. Das ist wie bei Uncharted 4. Als ich das gespielt habe, ich ja auch alle 2 Minuten erwähnt, wie gut das Spiel einfach aussieht. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, dass God of War und Uncharted die momentan bestimmt die bestaussehendsten Konsolenspiele sind, oder? Wenn euch noch eins einfällt, was auch richtig gut aussieht, oder mindestens genauso gut, ich glaube nicht, dass es eins gibt, das besser aussieht momentan. If you want to help, distract them. Whoever is not my focus should be yours, but only when safe to do so. I can do that. Aber da gibt es ja bestimmt noch ein paar. Allerdings muss man ja auch immer so das große Ganze sehen. Bei Uncharted ist es ja einfach zum Beispiel nicht nur die Grafik an sich, sondern auch wie die Animationen sind, wie die Welt designt ist, wie sich das alles so zusammenfügt. Und das haben sie bei God of War jetzt ja auch geschafft. Das sieht ja auch alles wie aus einem Guss aus. Und es gibt halt andere Spiele, die sehen halt richtig gut aus, aber dann hakt es halt an manchen Ecken. Zum Beispiel Kingdom Come ist ein gutes Beispiel. Das sieht an sich auch gut aus. Nicht überragend geil, aber es sieht gut aus. Vor allem so die Landschaft, wenn man durchhält. Es hat eine super Atmosphäre und so weiter. Aber dann redet man zum Beispiel mit NPCs und so weiter und die haben halt so hölzerne Gesichtsanimationen und steife Animationen beim Laufen und so weiter. Das mich jetzt nicht so stört, aber es trübt halt so das Gesamtbild. Und ich finde es einfach geil, wenn wir so spielen, alles stimmt. Das kann man jetzt von einem Kingdom Come vielleicht nicht so verlangen, weil das ein viel größeres Spiel ist als die anderen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. There's a Yetnar settlement ahead. Yetnar. Giants. You can read the writing. Some. Just the language is mother now. But they're all sort of connected, so sometimes I can feel my way through stuff I shouldn't know. You know? Ja. Da hat man auch manchmal so Markierungen, wie wir jetzt gesehen haben. Und wie gesagt, Atreus kann sie lesen. Teilweise, wie er selber gesagt hat, weil ihm das seine Mutter beigebracht hat. Kratos ist zu dumm dafür. Hatte wahrscheinlich nicht so die Geduld dafür, das zu lernen. Hat es vielleicht mal versucht mit seiner Frau. Als es nicht gerafft hat, hat er ihr den Kopf gegen den Tisch geknallt. Oder den Tisch gegen den Kopf. Andersrum. Hätte sie ihn auch verprügelt, man weiß es ja nicht, was das für eine Frau war, ne? Naja, aber das soll es auch wieder für diesen Part gewesen sein. Wir werfen nochmal einen schönen Blick auf diese schöne Landschaft und ich würde sagen, das war's für den Part und im nächsten geht es dann weiter. Ich kann es kaum erwarten, ihr hoffentlich auch nicht und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann!